Einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. Ich freue mich riesig, dass die erste Webkonferenz 2021 einen Gast hat, von dem ich schon gar nicht mehr geglaubt habe, dass sie das irgendwie hinkriegen, der Eske Bockelmann. Sein Buch Das Geld haben einige bereits gelesen, viele noch nicht. Dieses Buch und auch das Buch davor werfen ein Licht auf Geld, das wir so nicht sehen oder nicht gesehen haben, das viele unserer Thesen in Frage stellt. Und das finde ich deshalb extrem spannend ist. Ja, also es ist einfach mal eine ganz andere Betrachtungsweise, eine ganz andere Herleitung. Wie gesagt, ich persönlich finde es total spannend, freue mich, dass er heute hier ist, dass er uns in seine Gedankenwelt einführt. Und der Simon hat es schon gesagt, einfach weil das auch so was ganz anderes ist, haben wir uns entschlossen, diese Webkonferenz länger zu machen. Also bitte nicht wundern, wenn der Vortrag länger als eine halbe Stunde geht. Es ist im Anschluss, wir haben ja 1,5 Stunden Zeit insgesamt, immer noch genügend Zeit, Fragen zu stellen. So, und jetzt, ohne großes weiteres Reden, möchte ich das Wort an den Eske Bockelmann übergeben und ja, los kann's gehen. Gut, also meinerseits herzlich willkommen. Frage, bleibt jetzt erstmal diese Ankündigung stehen da? Kannst du Oder? sprechen? Ja, also ich würde gerne so einen Blick in die Teilnehmer werfen. Gut, vielen Dank, genau. Ist mir ein bisschen lieber, genau. Schön. Also ja, ich bedanke mich für diese Einladung, ja, und für die Einleitung auch. Und bedanke mich bei Simon, dass er das jetzt hier technisch leitet und in Bahnen bringt. Und es bleibt gar nichts anderes, als dass auch ich eben damit anfange, dass ich eigentlich warnen muss. Ich habe mich jetzt viele Jahre mit dem Geld beschäftigt und ohne dass das irgendwie mein Ziel war, bin ich also bei Ergebnissen eben gelandet, die, das muss ich eben als Warnung vorausschicken, dem, was die Monetative voraussetzt, durchaus eben ja, widersprechen oder entgegenstehen oder an anderen Stelle eben sozusagen rauskommen. Ich will nur klar machen, ich habe meine Sympathien sind ganz auf der Seite dessen, was Sie beabsichtigen, nämlich ich setze voraus, dass Sie in der Monetative einfach das Bewusstsein davon haben, dass das Geld bestimmte Schwierigkeiten, grundlegende Schwierigkeiten bereitet, ja, auch. Also unmittelbar unserem Leben auch. Es macht sich selber Schwierigkeiten in Form von Krisen, Finanzkrisen. Aber auch die schlagen ja durch auf unser Leben. Selbst wenn es Leute gibt, die davon eventuell weniger betroffen sind, gibt es auf jeden Fall weltweit diejenigen, die davon extrem betroffen sind. Und ich denke, wir alle sind es. Also, dem gehört meine Sympathie und trotzdem werden wir eventuell eben da jetzt auf Punkte geraten, die dem, womit Sie antreten, erstmal widersprechen. Und der grundlegende Punkt ist genau der, wenn ja, die Frage, genau. Also Geldreform, das war ja auch der Titel. Sie sehen auch die Notwendigkeit, dass am Geld etwas verändert werden muss, dass etwas anders sein muss, anders gehen muss, als das Geld es vorgibt. Und jetzt ist eben die Frage, können wir das Geld tatsächlich gestalten? Ich kenne Ihre
diese jetzt auch nochmal aktuell, jetzt gerade nochmal diese kurze Ankündigung eben der Moderative. Wir können Geld gestalten. Geld stellt kein Naturgesetz dar. Und ja, das, was ich eben jetzt verfolgt habe, läuft darauf hinaus, dass wir in den Möglichkeiten, das Geld zu gestalten, sehr beschränkt sind. Dass es also tatsächlich Gesetze gibt, die das Geld als solches vorgibt. Ich weiß schon, der Begriff, ja, einfach das Geld, von dem Geld zu sprechen, ist etwas, was ja, Ihren Überzeugungen vermutlich widerspricht. Denn wenn es das Geld gibt, dann können wir nicht davon ausgehen, dass wir das beliebig gestalten können. Und das, wo wir einsteigen müssen, ist der Punkt, wie es überhaupt zum Geld kommt. Wenn wir der Überzeugung sind, wir können das Geld gestalten nach unserem Willen, also nach dem, was wir erkennen, so müsste es gehen. Die erste Voraussetzung dafür ist, ja, dass Menschen das Geld mit genau, sozusagen mit Überlegung geschaffen haben. Sie haben das und das an Geld erfunden. Sie haben das Geld in der und der Form erfunden. Das hat sich verändert eventuell. Und, aber wie sie es erfunden haben, müssten die Menschen das Geld auch formen, neu gestalten, verändern können. Da schon sozusagen an dem Punkt müssen wir deswegen einsetzen, da sich mir ergeben hat, dass das Geld keine Erfindung ist, dass es also entstanden ist, natürlich als etwas, was, womit nur Menschen umgehen und insofern menschengemacht, aber nicht menschengemacht in dem Sinne, dass sich Menschen hingesetzt hätten, überlegt hätten, na, wie gehen wir damit mit dem und dem um, mit dem Tausch etwa, da könnten wir Folgendes erfinden, das Geld, und damit war es auf der Welt. So ist es nicht gegangen. Ich würde diese drei größeren Punkte jetzt gerne eben besprechen. Erstens, ja, warum war das Geld nicht einfach mal als Erfindung da, oder wann ist es aufgekommen und warum, wie Sie dann hören werden, sehr spät, also sehr viel später, als die völlig durchgängige Überzeugung ist. Also was war, warum war zum Beispiel noch im Mittelalter das, womit Geld, was wir als Geld im Mittelalter nennen, warum war das noch kein Geld? Erster Punkt. Zweiter Punkt, wie also kam es historisch zu Geld? Und dritter Punkt, was ergibt sich daraus an, ja, doch, wie ich meine, im Geld selber, in diesem System des Geldes selber gegebenen Zwänge, denen man nur entkommt, wie ich meine, wenn man es, wenn man eben ohne Geld wirtschaftet. Das heißt, ja, also eine Reform des Geldes würde ich tatsächlich als Ergebnis nur für möglich halten, nämlich indem man ohne Geld wirtschaftet. Gut, Sie kennen alle, also erster Punkt, warum ja, gab es überhaupt mal eine lange Zeit, eine sehr viel längere Zeit, als wir glauben, in der es, wie ich sage, kein Geld gab. Um es klar zu machen, ich sehe das Geld entstehen um 1600 rum. Ja? Also jetzt nicht Schlag Jahrhundertwende, aber so in diesem Zeitraum um 1600 rum erst. Das widerspricht selbstverständlich der Überzeugung, dass Geld schon uralt sei. Die heute gängigen Erklärungen gehen eigentlich davon aus, sobald die Menschen irgendwie gedacht haben, wäre letztlich schon das Geld in ihrem Denken angelegt gewesen. Diese Frage, haben wir es zum Beispiel noch also im Mittelalter, also vor 1600, mit Geld zu tun, ja oder nein, ist keine bloß definitorische Frage. Es geht jetzt nicht darum, wie
definieren wir das Geld und sagen wir dann, aha, im Mittelalter, nach der Definition haben wir es mit Geld zu tun und nach einer anderen, gut, könnte man sagen, nicht. Es ist also mehr, es gibt einen wirklich entscheidenden Punkt oder ein entscheidendes Kriterium, das klar macht, weshalb es tatsächlich noch im Mittelalter sich nicht um Geld handelt. Ökonomen fragen sich eben zum Beispiel nicht wirklich, wie das Geld entstanden ist. Ökonomen haben genug damit zu tun, zu überlegen, wie klappt das mit dem Geldsystem, wie kommt man tatsächlich eben zu viel Wachstum und so weiter. Diese ganzen Fragen, die werden von der ökonomischen Wissenschaft ausgiebig behandelt. Die Frage, wie es zum Geld kommt, wird sehr knapp behandelt, eigentlich gar nicht, weil vorausgesetzt wird eines, dass die Erklärung, die uns allen geläufig ist, die Menschen hätten einmal immer nur sozusagen die einzelnen Güter getauscht. Ein Stück Fleisch gegen ein Stück Werkzeug, einen Sitz gegen ein Stück Fell und so weiter und seien dann auf die Idee gekommen, na, also das ist alles so schwerfällig, sozusagen diese Tauscherei, wenn man immer genau den finden muss, der einem das für das eigene Gut gibt, was man gerade selber brauchen kann. Und bis man so jemanden gefunden hat, dass das alles passt, da ist es besser. Man nimmt ein, entscheidet sich für ein Tauschmittel, das beliebig in alles getauscht werden kann. So, das ist also unsere normale Vorstellung, die nicht nur, dass sich jeder, die ergibt sich eigentlich für uns spontan, so, aber sie wird natürlich auch rundum gelehrt. Also es ist ja auch richtig wissenschaftlich vertreten, diese Vorstellung. Dass die nicht zutrifft, das habe ich jetzt nicht gefunden, das musste ich nicht rausfinden, sondern ist eigentlich schon klar, weil es einfach keine frühere Gesellschaft oder Gemeinschaft, kein früheres Gemeinwesen gab, in dem die Menschen davon gelebt hätten, dass sie einander das, wovon sie leben, also die Güter, von denen sie direkt eben leben, getauscht hätten. Es gab Tausch, aber das hat immer nebenher gespielt. Man war nicht darauf angewiesen, jetzt jemanden zu finden, dessen, was ich, Fell man haben wollte, dann dem jetzt dafür das entsprechende, was er haben wollte, zu tauschen. Diese Art von Gemeinwesen gibt es einfach nicht. Gut, das ist eine Sache der Ethnologie, aber natürlich auch der Wissenschaften von den alten Zeiten, der klassischen Wissenschaften. Also ich bin klassischer Philologe, also das heißt, kenne mich insbesondere also mit den antiken Zeiten, mit den antiken Sprachen aus. Und das Entscheidende ist jetzt, was also weit über das hinausgeht, wie man jetzt, ob man jetzt Geld so definiert wird oder so oder so. Das Entscheidende ist, wenn wir uns vorstellen, die Menschen mit dieser gängigen Erklärung, wie das zu Geld gekommen wäre, wenn wir uns vorstellen, die Menschen tauschen den Sitz gegen das Stück Fell, stellen wir uns immer schon vor, dass dieser Tausch so vorgeht, dass die beiden Beteiligten das eine für gleich viel Wert erachtet wie der andere das seine. Ja? Also, so geht zum Beispiel auch selbst Marx eben vor im Kapital, dass er das Geld herleitet aus einem grundlegenden Tausch von Ware gegen Ware. Irgendeine Menge von Ware A wird irgendeine Menge von Ware B gleichgesetzt. Die sind natürlich unterschiedlich, diese beiden Waren. Also werden sie gleichgesetzt in etwas, was beide gleichermaßen in der gleichen Form sozusagen, nur eben möglichst auch in der gleichen Menge haben würden. Nämlich dieses gemeinsame Dritte wäre Wert.
Alle Herleitungen vom Geld gehen immer davon aus, dass es erstmal bei den Menschen die Vorstellung von Wert gibt, und zwar von Wert als dem, ja, etwas Luft, was in allen Dingen, in allen Gütern drinstecken würde. Und was man dann eben durch beim Tausch miteinander gleichsetzen kann, weil es ja jeweils das Gleiche ist. Also wenn in dem Stuhl so und so viel Wert drinsteckt und in dem Feld so und so viel Wert, dann kann man ja schauen, ob das die gleiche Menge von Wert ist, weil man da das Gleiche hat. Diese Vorstellung täuscht. Die täuscht so lange, es eben tatsächlich kein Geld gibt. Mit dem Geld erst kommt diese Vorstellung auf. Das kann man festhalten daran, dass tatsächlich eben nie vorher die Rede davon ist, von Wert als eine Größe, die in allem drinstecken würde. Es ist nie die Rede von Äquivalenz, also einer Gleichheit von Wert, die beim Tausch erstehen würde. Davon ist einfach nicht die Rede. Und es gibt viele, viele Indizien, die zeigen, dass dieses gemeinsame Dritte sozusagen in allen Gütern, in allen Waren, in all dem, was man eben tauschen kann, dass dieses gemeinsame Dritte nicht mitgedacht wurde. Das gab es nicht. Und das hat eben dann seinen Grund. Denn Wert, das nach Wert getauscht wird, wenn wir mit Geld umgehen, das ist eindeutig. Und also ich werde das erklären müssen, wie ich meine, dass diese Vorstellung von Wert tatsächlich erst durch das Geld aufkommt. Dann ist natürlich die Frage, ja, woher kommt das Geld, wenn es nicht schon irgendwelche Vorstellungen von Wert vorfindet? Woher kommt dann das Geld? Klar, das gilt dann auch noch zu erklären. Ich würde jetzt nur mal gern eben diesen mal ganz knapp, also knapp zu irgend geht, ich sage Ihnen, ein schönes, eigentlich ein wunderbares, weites Feld, eben diese, die Geschichte von diesen Gemeinwesen, die noch ohne Geld leben. Und das, damit spreche ich von allen Gemeinwesen, bis einschließlich, eben, sagen wir mal, das Ausgehende, also bis zum früheren Mittelalter zumindest, also dann in die Phase des Übergangs da in Richtung 1600. Aber das, also Antike und so, wovon wir selbstverständlich, wo wir ja wissen, da wird gekauft, da wird gehandelt, da haben wir Wörter, die wir heute mit Geld übersetzen. Ich würde sagen, nein, da wurde gehandelt, da wurde gekauft, aber es gibt keinen Begriff von Geld. Und die Wörter, die wir heute als Geld übersetzen, meinen eben was anderes. Was sich jetzt, bitte verzeihen Sie, wenn ich das halt jetzt versuche, sehr knapp zu machen. Jetzt würde ich Simon bitten, genau das erste Bildchen zu nehmen. So, ganz, ganz einfach. Ein Tausch in diesen alten Gemeinschaften ist immer eine Sache nicht nur von zwei Dingen, die sind sozusagen unten angedeutet, dieser Kasten und was weiß ich, diese Blume, diese Pflanze. Ein Tausch ist da immer mehr als nur, dass es um diese beiden Dinge geht. Die werden nicht einander gleichgesetzt, sondern es ist ein Verhältnis von Personen. Diese Personen können unterschiedlichen Standes sein. Das ist das Übliche, dass in diesen älteren Gemeinwesen die Menschen nicht gleichen Standes sind, sondern starke Unterschiede aufweisen. Und je nach unterschiedlichem Stand bestimmt sich auch, was der andere eine dem anderen sozusagen als angemessene Gabe verpflichtet ist zu überreichen. Eventuell eben auch jetzt selbst für den Fall, dass wirklich Dinge getauscht werden. Ja? Es gibt sehr, sehr viel häufiger den Fall, dass bei einer bestimmten Gelegenheit, zum Beispiel bei einer Hochzeit, muss einfach etwas übergeben werden. Das gehört in den in größeren Zusammenhang einer Hochzeit, dass da auch eine Gabe übergeben wird. Es ist üblich, dass sich die jüngeren Menschen in einem Gemeinwesen mal den älteren
irgendwelche Gaben ihr überreichen, als Ausdruck ihrer Achtung, zu der sie verpflichtet sind und so weiter. Aber also es gibt sehr viel mehr Gelegenheiten, wo Gaben überreicht werden, wo es nicht um Tausch geht, sondern eben um das Erfüllen einer Pflicht. Aber jetzt nehmen wir mal den speziellen Fall, wo es bei Übergabe einer Gabe oder eines Gutes um Tausch geht, also dass der eine was gibt und der andere auch. Auch da ist es grundlegend, das Bestimmende, das Verhältnis der Personen. Wir machen das mal deutlich an etwas, an einer Grafik, die versucht zu zeigen, wie Aristoteles das sehr genau beschreibt. Also ich würde Simon um das nächste Bild bitten. Aristoteles macht es eindeutig, also das könnte ich zitieren, ist auch in meinem Buch zitiert, der sagt, also ein Tausch hat immer vier Größen. Das ist der eine Tauschende, A. Das ist der andere Tauschende, B. Dann ist es das, was der erste Tauschende A leistet, das ist C, und das ist dann das, was der andere Tauschende B leistet, das ist dann C. Das haben wir hier. Wir haben den Eintauschenden, dann den zwei anderen, dann das ist sozusagen jetzt der Baumeister, der Schuster, das ist ein Beispiel, das Aristoteles bringt. Und dann haben wir rechts anschließend auf der rechten Seite das Haus angedeutet und eine Anzahl von Schuhen. Und jetzt, auch bei dieser Art von Tausch geht es um einen Begriff von Gleichheit, aber ein Begriff von Gleichheit, der eher etwas mit dem zu tun hat, was wir im Deutschen Ausgleich nennen. Das ist eindeutig. Aristoteles spricht davon, also es gibt eine Proportion, ein Verhältnis zwischen den beiden beteiligten Tauschenden. Das ist hier angedeutet durch die unterschiedliche Größe und also das spricht auch von einer Diagonalen, die diese Proportion ausdrückt. Das ist dieser Doppelpfeil, der das andeuten soll. So, wenn die beiden das, was sie leisten, das Haus, also zumindest ist natürlich sozusagen der Entwurf des Hauses oder die Leitung des Hausbaus und so weiter, das ist eine, was der Baumeister leistet und die Schuhe sind das, was der Schuster leistet. Also er sagt ausdrücklich, wenn da Gleichheit herrschen soll, dann muss die nach Proportion herrschen, also nach der Diagonale, die zwischen diesen beiden beteiligten Tauschenden besteht. Also entsprechend, sagen wir mal, eben ein Haus und sechs Schuhe nach dieser Grafik. Bitte halten Sie sich jetzt nicht an dieser Tauschrelation, sechs Schuhe gegen ein Haus auf. Komischerweise zum Beispiel geht Aristoteles davon aus, dass man ein Haus für zwei Kissen, also zwei Polster bekommen würde, seltsam genug. Also das würde uns auch verwundern, ist aber jetzt überhaupt nicht das Thema, wie diese Tauschrelation genau aussieht, denn auch, das gehört dazu, diese Tauschrelation kann man nicht unmittelbar in irgendwelche Zahlenverhältnisse auswerten, sozusagen. Ja? Wie um Himmels Willen kann ich diese Proportion zwischen Baumeister und Schuhmeister in einen Zahlenwert umsetzen? Geht eigentlich gar nicht. Es geht nur, dass man eben das irgendwie als angemessen empfindet. Ja? Man empfindet dem Verhältnis zwischen Baumeister und Schuster es für angemessen, dass das, was der eine leistet, so und so oft mal eben zum Beispiel der Schuh hier sechsmal da sein muss, in den Tausch gehen muss, um diesem Verhältnis zwischen den beiden Tauschenden angemessen zu sein. So, das gibt es, nur um das zu sagen, es gibt also da explizite Äußerungen, die diese Art von Tausch behandeln.
Ja, wir machen mal, gehen nochmal zurück sozusagen, oder weiter halt jetzt zum nächsten Bild. Da haben wir nochmal unsere beiden, danke. Wir haben nochmal unsere beiden Tauschenden und die beiden Gegenstände, Güter, die sie, ja, jetzt kommt die Frage, womit messen sie? Das machen wir jetzt genau. Sie messen nicht womit. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, wir, genau, das ist vollkommen richtig. Wir fragen sofort, ja, womit messen Sie das? Die messen diese Dinge aneinander. Oder eben zugleich, sie messen das Verhältnis zwischen den beiden beteiligten Personen aneinander. Das ist etwas, das ist vollkommen, ist mir auch klar, das ist etwas, was wir für uns kaum noch vorstellen können. Warum? Weil wir durch das Geld genau das, den Fall haben, die Wirklichkeit haben, und zwar die bestimmende Wirklichkeit haben, dass wir das, was wir tauschen, immer an etwas messen, immer mit etwas messen. Das, ja, also wie auch immer, das war der Vorschlag, ein innerer Maßstab. Innerer Maßstab würde heißen, dass der für sich besteht. Und wir halten den einen Menschen dran und den anderen Menschen dran. Das trifft das offensichtlich nicht. Lassen Sie mich mal da an dem, was hier ganz knapp gezeigt ist, ausführen. Also, es geht nach Schätzung. Das ist der Begriff, der da natürlich in den verschiedenen Sprachen jeweils kommt. Ist Schätzung der Güter oder Gaben, wenn es wirklich, oder Waren, wenn es tatsächlich um einen Tausch Ware gegen Ware geht. Die Schätzung geschieht danach, ob ein Gut dem anderen Gut angemessen ist. Und das Ganze eben innerhalb des Verhältnisses von Geber und Nehmer. Man könnte da fortsetzen, auch innerhalb der jeweils gegebenen Situation, der Gelegenheit und so weiter. Das ist es ist ein ganz wichtiges Ergebnis der Ethnologie, dass sie feststellen, dass diese Tauschrelationen zwischen irgendwelchen Gütern nie konstant sind. Es sind einfach nie konstant. Alle verzweifelten Versuche, da irgendwie ein System von Tauschrelationen zwischen den verschiedenen Gütern in den verschiedensten Gemeinschaften herzustellen, festzustellen, sind immer zum Scheitern verurteilt. Das ist eine Schätzung, die eben das in berücksichtigt, wie die Menschen zueinander stehen, wie die, wie deshalb sozusagen die Dinge in Bezug auf die Menschen auch sich zueinander verhalten und nach der Gelegenheit, bei der dieser Tausch stattfindet. Wenn das alles berücksichtigt wird, dann kann sich da kein Tauschsystem, können sich da keine festen Tauschrelationen an Menge von Ware A und Menge von Ware B herausbilden. Und das ist auch das Ergebnis, das einfach jetzt nicht, habe ich nicht festgestellt, sondern das ist festgestellt. Natürlich hätten Sie Wissenschaftler das gerne anders gesehen, weil sie sich das eben nicht so recht erklären können, nach unseren Vorstellungen eben nicht. Gut, was ist nach, wenn wir Ware A an Ware B messen? Dann gibt es nur letztlich zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, Ware A in der bestimmten Menge ist der Ware B in der bestimmten Menge und bei den entsprechenden Tauschenden und so weiter angemessen. Oder ist der Ware B nicht angemessen? Und die beiden Möglichkeiten natürlich von nicht angemessen können eben sein, es ist mehr, also zu viel, als mehr als das, ist, als das Angemessene, oder weniger als das Angemessene. Das so formuliert zum Beispiel auch Aristoteles, der sehr weit ist, Entschuldigung, ich habe jetzt nur diese kleine Frage gelesen. Das machen wir nachher mal. Also so formuliert auch zum Beispiel Aristoteles immer, es werden immer nur zwei Waren aneinander gemessen. Es wird nicht eine Ware A an sämtlichen anderen gemessen, sondern
so geht das vor sich. Was uns, was jetzt immer wieder Formulierungen ergibt, die uns sehr komisch vorkommen, so kompliziert, warum geht man da eben zum Beispiel nicht einfach von einem gemeinsamen Maßstab aus? Deswegen, weil es nach Schätzung geht und eben in dieser Situation. So, was nämlich bei dieser Möglichkeit, ich kann nur sehen, ob die Ware A mit ihren bestimmten Eigenschaften in dieser bestimmten Situation, bei den bestimmten Tauschenden, der Ware B angemessen ist oder nicht. Was nicht möglich ist bei diesem Schauen, wie die Waren einander angemessen sind, ist Folgendes. Wenn wir jetzt vielleicht das nächste Bild machen. Ja. Was mit der Schätzung nicht möglich ist, ist das, was für uns das Normale ist. Die Bewertung nach einem bestimmten Wert, also nach einem bestimmten Maßstab. Das würde heißen, es ist eine Bewertung, die für jedes Gut für sich vorgenommen wird und in Bezug auf jetzt sämtliche anderen Güter. Dann ergibt sich sowas, wie eben, wie es uns natürlich außerordentlich geläufig ist, sagen wir mal eben der Kasten links, macht dann eben 14,99 aus, worin auch immer, in welcher Währung oder Einheit auch immer. Und diese drei Blumen machen eben 12,50 aus. Das ist aber bei einer Bemessung einer Ware an der anderen nicht möglich. Vielleicht können wir uns das eben, deswegen diese beiden weiteren Beispiele, können wir uns das klar machen, wie wenig das für diese Menschen damals ohne Geld möglich war. An dem Beispiel Treffen mit Freunden, Treffen mit Oma. Wir können zwar unsere Freude, uns mit Freunden zu treffen, an der Freude, uns mit der Oma zu treffen, da können wir uns zwar entscheiden, ja, das ist mir gleich angenehm oder das eine ist mir angenehmer als das andere, aber dieser Vergleich, dieses ob das jetzt beides das Gleiche ist oder eben einander angemessen oder einander nicht angemessen, also das Gleiche ergibt oder nicht, das könnten wir niemals für sich genommen, für jedes dieser Güter, Treffen mit Freunden, Treffen mit Oma, ausdrücken in einem bestimmten Wert. Also das ist absurd, dann zu sagen, ja, Treffen mit Freunden bedeutet mir 50 und das Treffen mit Oma bedeutet mir aber nur 37,55. Ich will nur an diesem Beispiel klar machen, wie ein solches Messen von Ware an Ware vonstatten geht, solange es wirklich nur um Schätzung und insofern eben einem Gefühl der Angemessenheit geht. So, wir können jetzt mal von diesen Bildern weggehen. Das ist sozusagen dieser erste Teil. Das ist der Zustand, tatsächlich eben noch im Mittelalter, dass zwar getauscht werden kann, getauscht wird, aber nicht nach der Vorstellung von Wert, nicht nach der Vorstellung, dass Wert etwas ist, ja, was wir dann eben sagen, für jedes Gut einzeln in beziffern können. Diese Vorstellung fehlt. So, ich sage, die fehlt deswegen noch, weil es damals nicht zu Geld gekommen ist. Also stehen wir vor der großen Frage, wie kommt es zu Geld? Es kommt nicht einfach dadurch zu Geld, dass getauscht wird und dann wird immer mehr getauscht und dann wird ganz viel getauscht und dann wird ganz viel gehandelt und irgendwann ist es so viel, dass daraus dann Geld entsteht. Nein, auch die Römer haben viel, viel gehandelt und die haben auch, gerade die niederen Schichten mussten auch immer viel kaufen. Trotzdem, die Gesellschaft selber hat diese Gesellschaft sich nie damit versorgt, dass die Einzelnen sich ihre Güter in der Hauptsache, das erkläre ich jetzt gerade, ich soll mal kurz sagen, was ich mit Geld meine, das leite ich jetzt her. Es war nur gerade die Frage, ich wollte erklären, was ich mit Geld meine. Ich gehe nicht von einer Definition von Geld aus und schaue dann, wo sie mir dann passt und wo sie mir dann nicht passt, sondern ich leite historisch her, dass es einen ganz, ganz entschiedenen Bruch
eben gibt, mit dem das, was wir eindeutig mit unserem Begriff verbinden, da ist und was vorher nicht gegeben war. Für unsere Vorstellung von Geld ist es unbedingt zentral, dass dieses Geld äquivalent, dass wir mit dem Geld äquivalent tauschen. Ich habe gerade gezeigt, Äquivalenz setzt ja Valenz, also den Valor, den Wert voraus. So, wenn es sie nicht gibt, dann können wir auch nicht, dann gibt es eben auch diese Vorstellung von Äquivalenz nicht. Wie entsteht die? Bitte verzeihen Sie jetzt auch, wenn ich das kurz mache. Die Zeit verfliegt und ich will euch jetzt wirklich nicht überfordern. So, mit Zeit. Ganz kurz. Es ist eine Entwicklung, die tatsächlich nur in Europa sich vollzieht. Aufgrund von bestimmten Bedingungen gibt es einen Bevölkerungszuwachs. Ganz bestimmte Bedrohungen von außen fallen ziemlich, sagen wir mal, innerhalb von einem Jahrhundert mal so alle so weg, die Bevölkerung immer reduziert haben. Und es gibt eine Bevölkerungserweiterung, Vermehrung, die dazu führt, dass ein wachsender Teil der Menschen nicht mehr eingebunden ist in das feudalistische System. Das feudalistische System ist ja eines, das natürlich überhaupt nicht davon lebt, dass man sich seine Sachen kauft irgendwo auf einem Markt. Das, man kann auf dem Markt kaufen, aber das ist wirklich ganz, ganz peripher. Das spielt nur am Rande eine Rolle. Die Hauptversorgung verläuft so, dass eben der jeweilige Feudalherr seine Leute hat, die ihm verpflichtet sind, das herzustellen, das zu leisten, das eben anzubauen und abzuliefern, wovon er lebt und was er dann weiter wiederum verteilt an die übrigen, die von ihm abhängen, sodass es also ein solches auf einer persönlichen, wenn auch eben durch auf unterschiedlichem Stand beruhenden Verpflichtung beruht, womit die Leute sich versorgen. Am Rand, da wo diese Art Versorgung eben noch zu ergänzen ist, auch durch Handel zum Beispiel, da kann da noch getauscht werden, aber davon leben diese Leute nicht. Wenn jetzt Leute aus diesem Versorgungszusammenhang herausfallen, und das lässt sich eben besonders eklatant, eben besonders manifest greifen an diesem singulär europäischen Phänomen der freien Städte. Wenn solche Leute herausfallen aus dieser Art der Versorgung, dann haben sie keinen Herrn mehr oder aber die Bindung an den Herrn ist eben gering. Sie werden nicht mehr von diesem Herrn versorgt. Und das ist zu sagen, es werden tatsächlich massenhaft auch Städte speziell frisch gegründet dafür, um solche Leute dort anzusiedeln. Denen fehlt jetzt etwas. Denen fehlt die Einbindung in einen feudalen Hof, in eine feudale Abhängigkeit, die zwar Abhängigkeit bedeutet, aber eben auch Versorgung. Die fehlt diesen Menschen. Das heißt, denen bleibt jetzt gar nichts anderes übrig, als zu den Gütern, von denen sie leben, auf die Weise zu kommen, dass sie sie eben über Tausch bekommen. Etwas, was vorher in der feudalen Gesellschaft nur ganz, ganz weit am Rande eine Rolle gespielt hat, indem dass man sein Zeug kauft, das wird jetzt für diese Leute, die da rausfallen, insbesondere eben in den freien Städten, zum Hauptmittel, um an ihre Versorgung, an ihre Lebensmittel zu kommen. Oft eben natürlich im Austausch mit dem Land, also mit dem Umland einer Stadt, also mit den Bauern dort, dass man von denen eben die Lebensmittel kauft und dann aber entsprechend eben auch, erstmal auch untereinander zu diesem Tauschmittel kommen muss, von dem man das alles eintauschen kann. Da gibt es sozusagen dann einen Umschlagspunkt. Eine Gemeinschaft, ein Gemeinwesen, das hauptsächlich durch diese redistributiv, wie sie genannt wird, eben diese Versorgung sich am Leben erhält. Also dass einer eben
dank dieser Abhängigkeiten das, die Macht hat, das, und das Recht hat, das einzusammeln und das weiterverteilt. Diese Art der Versorgung steht neben einer, die nur peripher daher spielt, eine Versorgung über Kaufen, Verkaufen. Das ist das Alte und weltweit übrigens in allen Gemeinwesen, so in dieser Grobheit, jetzt ist es sehr grob dargestellt, trotzdem, in dieser Grobheit stimmt es eben, ist es in allen Gemeinwesen so, Japan, China, egal. Aber jetzt durch diese Besonderheit in Europa schlägt da eine Waage sozusagen um. Es gibt den Umschlag, wo jetzt erstmal sagen, diese freien Städte tatsächlich in der Hauptsache nicht mehr feudalistisch versorgt sind, sondern darauf angewiesen sind, ihre Sachen zu kaufen. So, das, ein solcher Umschlag ist natürlich nicht geplant. Das erfindet niemand, das will niemand, das vollzieht sich. Ja? Das ist erstmal, das ist eine Not der Leute, dass sie da aus diesem Zusammenhang rausfallen. Und dann entsteht daraus etwas bisher Unbekanntes. Und das ist eben die Abhängigkeit von Kauf und Verkauf. Ein ganzes Gemeinwesen, eine Gesellschaft, zu der sie dann wird, ist dann abhängig von Kauf und Verkauf. Das heißt, erst dann ist eine solche Gesellschaft auch davon abhängig, dass ein Tauschmittel andauernd nicht nur hier und da mal zur Verfügung steht, womit ich dann eben bei einer Gelegenheit mal auch was kaufen kann, sondern das ist ja dann das Lebenselixier. Das ist das erste Lebensmittel von einer solchen Gesellschaft, die auf Kauf und Verkauf angewiesen ist. Das heißt, dieses Tauschmittel muss ständig agieren. Es muss ständig fungieren als Tauschmittel. Es muss ständig sein. Und in dem Moment wird dieses Tauschmittel, ohne dass irgendjemand das entscheidet oder auch nur entscheiden könnte, wird dieses Tauschmittel zu dem einen Tauschmittel einer solchen Gemeinschaft und zu einem reinen Tauschmittel. Es wird dann zu einem Tauschmittel, das in nichts sonst mehr besteht, als dass es weitergetauscht wird, dass es immer wieder gegen Ware getauscht werden kann. Das sind zunächst natürlich immer noch zu einem großen Teil, nicht komplett mehr, Münzen, die dann zugleich eben tatsächlich mit einem Wert versehen werden, in denen man dann tatsächlich dann einen Wert sieht. Warum? Weil sie Vertreter dieses einen Tauschmittels sind. Sie sind nur noch einzelne Vertreter, die Münzen. Dann nicht mehr das, was wir vorher waren, nämlich Gut neben Gut, also Gut unter Güter. Sie sind dann nur noch Vertreter dieses Werts, mit dem man dann plötzlich umgehen muss. Genauso wie, was eben in der Zeit in großem Maße aufkommt, Kredite. Erstmal informelle Kredite, also dass einer dem anderen erstmal verspricht, ja, er zahlt dann später. Aber es ist eben festgestellt, dass genau im Verlauf des langen 16. Jahrhunderts eben diese Kreditverpflichtungen, diese ganzen städtischen Gesellschaften komplett durchziehen. Und das sind ja dann immer schon irgendwelche Werte, die bloß sozusagen in Kreditform existieren. Das heißt, die Münzen werden zwar auch dann als Wertträger aufgefasst, sehr wohl, aber die reichen also bei weitem nicht aus. Ich würde jetzt, vielleicht nur das eine kommende Bild, das nächste Bild jetzt bitte mal. Das ist wirklich nicht kompliziert. Es versucht nur eins darzustellen. Dieses eine Tauschmittel, das sozusagen nicht mehr aufhören darf, als Tauschmittel zu fungieren, weil eine solche Gesellschaft darauf angewiesen ist, auf Kauf und Verkauf, das heißt auf den Einsatz, auf die Verfügbarkeit dieses Tauschmittels. Das ist dann tatsächlich ein Tauschmittel.
in dem alle Waren, die damit gekauft werden können, sich als eine bestimmte Menge darstellen. Dieses Tauschmittel selber besteht dann nicht in gar nichts mehr. Es kam für eine Zeit lang, hat es dann so eine ein Twitter-Dasein sozusagen als Münze, das heißt als buchstäbliches Edelmetall, plus der Wert, der in ihm gesehen wird. Aber übrigens macht es sofort Schwierigkeiten, dass dann eben dieser Nominalwert und der in der Materie, also in dem Metall gesehene Wert, auseinandertreten können. Das heißt, hier löst sich tatsächlich eben dieses eine Tauschmittel von allen Waren. Wir kennen das heute völlig gängig vom Geld. Geld ist das, ja, womit ich etwas kaufen kann, aber was ich für sich genommen nicht mehr brauchen kann. Ich kann eventuell nochmal Geld kaufen damit, ja. Aber auch dieses Geld hat nur Sinn, wenn ich irgendwann mal etwas anderes als Geld damit kaufen kann, nämlich Ware. Hier tritt also Ware als die Welt der Güter, die sich tauschen lassen, auseinander und trennt sich ab von dem Tauschmittel, das dann muss ich das jetzt beantworten? Warum, was, wie war die Frage? Ich habe sie nicht nur teilweise lesen können. Warum spreche ich immer von Tausch? Ich würde fragen, die Frage stellen wir einfach hinten an. Gut, genau. Ja. Vorschlagen einfach. Ja. Gut. Also durch diese Trennung ergibt sich eben genau die Form, in der wir Wert kennen. Jede Ware stellt gleichzeitig ein Quantum, ja, von etwas dar, ja, was nur in Werten besteht. Also sagen, das, was nur Wert quantifiziert, Wert eben nur als die Fähigkeit zu verstehen, sich in Ware zu tauschen. Ja, das heißt, durch das Aufkommen, das völlig ungeplante Aufkommen dieses einen gemeinsamen Tauschmittels, das sich von den Waren abtrennt als reines Tauschmittel, das eben rein nur noch zum Tausch dient, dadurch erst entsteht diese Vorstellung, diese Denkform von diesem Quantum, das in allen Waren steckt. Also jede Ware stellt mehr oder weniger eben von diesem Wert da, sprich nämlich mehr oder weniger von diesem Geld, von diesem einen Tauschmittel. Das heißt, durch das Auftreten dieses einen Tauschmittels, das es vorher eben, als es eine nie gegeben hat, entsteht erst die Vorstellung von Wert. Und die entsteht natürlich nicht nur so ganz nebenbei, sondern die wird ja vollkommen zentral für das Leben der Menschen. Denn das in einer solchen Gemeinschaft hängen ja alle genau davon ab, zu diesem Tauschmittel zu kommen. Sie kommen erst dann zu ihren, in der Hauptsache, zu ihren Lebensmitteln, wenn sie zu diesem Geld kommen. Es ist für sie also lebenswichtig zu erkennen, dass dieses Geld für alle Waren steht oder alle Waren für Geld zu bekommen sind. Das heißt, die Wertform als eines Quantums, das sich in allen Gütern oder zumindest eben in allen käuflichen Gütern, also Waren, finden sollte, diese Vorstellung entsteht bedingt oder sogar in Gestalt eben dieses einen Tauschmittels. Und das wird uns sozusagen so sehr zur zweiten Natur, weil das, das ist unser allererstes Lebensmittel, zu dem wir gezwungen sind zu kommen, das wird für uns eben Naturvorstellung geradezu. Und wir sind dann überzeugt, ja tatsächlich, dieser Wert steckt in den Waren drin. Dabei steckt natürlich nie kein bloßes Quantum vom selben steckt in diesen unterschiedlichen Waren. Es ist nur eben dieser Zwang, der von der Tatsache ausgeht, dass eine Gemeinschaft, dass eine Gesellschaft mit dem einen Tauschmittel
umgehen muss. Und das nenne ich Geld. Und das nenne ich nicht nur Geld, weil ich das jetzt so definiere, sondern das ist das, was wir als Geld kennen. Wir haben diesen einheitlichen, durchaus diesen einheitlichen Begriff von Geld, der das enthält. Also diese Äquivalenz des Geldes zu in verschiedenen Quanten eben zu jeder möglichen Ware. Gut, das war es mit diesem Bildchen. Das können wir jetzt also wieder lassen. Danke. Jetzt geht auf 8 Uhr zu. Ich würde sagen, 8 Uhr ist Ultimo. Trotzdem, ich will es mal andeuten, was mir eigentlich noch wichtig, zentral erscheint. In einer Gesellschaft, die auf das Tauschmittel angewiesen ist, weil man sein Zeug in der Hauptsache über Kauf und Verkauf bekommt, muss jeder zu Geld kommen. Das heißt, er kommt aber nur zu Geld, nicht indem er es wachsen lässt, sondern indem er von jemandem für etwas Geld bekommt. In einer Gesellschaft, in der so ziemlich alles, oder zumindest in der Hauptsache, alles eben Geld kostet, wird jeder zu dem, was er selber verkaufen kann, um an Geld zu kommen, und wer ist die eigene Arbeitskraft, nur kommen, wenn er selber schon Geld aufwendet. Er hat selber in einer solchen Gesellschaft ja andauernd Geld aufzuwenden. Wenn er aber zu Geld kommen will, muss er also zu mehr Geld kommen, als er aufgewendet hat. Das heißt, durch diese einfache Tatsache, dieses einen Tauschmittels für alles, entsteht jetzt ein Zwang, der uns sehr vertraut ist, den wir nur eben uns wünschen würden, dass er nicht kein Zwang ist, sondern eben sich abschaffen ließe, einfach so. Nämlich der Zwang, dass Geld nur als Geld fungiert, als das, wovon man etwas bekommt, wenn es vermehrt wird. Nochmal, ich muss zu Geld kommen, um davon zu leben. Ich habe Aufwendungen, um etwas verkaufen zu können, für das ich Geld bekomme. Und das heißt, also ich habe Aufwendungen, wenn ich also Geld bekomme, muss das mehr sein als das, was ich aufwende. Und das gilt nicht nur für mich, das gilt für jeden. Das gilt für jedes Unternehmen. Jedes Unternehmen muss, um als Unternehmen mittels Geld zu überleben, also sein Geld zusammenzubekommen, muss zu Gewinnen kommen. Das heißt, muss zu mehr Geld kommen, als es aufwendet. Das gleicht sich zum Teil aus, weil man durch die Gewinne von jemandem bekommt, der dafür zahlt. Aber es gleicht sich nie komplett aus. Das heißt, wir haben allein durch diese Tatsache des reinen Tauschmittels mit einmal etwas, was vorher in den Gütern nie vorhanden war, den absoluten Zwang, mehr zu werden. Natürlich, wenn Geld nicht mehr wird, dann macht es dem Geld nichts aus, dann verliert es seinen Wert, dann kann man halt weniger davon kaufen oder gar nichts mehr davon kaufen. Es löst sich eventuell auf. Insofern ist es kein Naturgesetz, dass Geld mehr wird, aber es ist eine naturgesetzliche Notwendigkeit des Geldes. Wenn es als Geld funktionieren soll, dann muss es mehr werden. Das heißt, in der Einrichtung des Geldes liegt, ohne dass es jemand sich ausgedacht hat, der Zwang zu seiner Vermehrung. So, das ist ganz, ganz wichtig. Ich will jetzt noch noch etwas. Wie entsteht überhaupt heutzutage Geld? Das ist ja etwas, woran Sie natürlich viel überlegen. Das würde ich gerne noch machen. Das ist ja, wie entsteht um Himmels Willen, wie um Himmels Willen entsteht ein bloßer Wert, also ein bloßes Quantum, ein reines Quantum, das selber in nichts besteht. Da ist kein Material da, das erstmal da sein muss, aus dem man dann das Geld macht. Das ist mal für eine Zeit lang des Übergangs historischen der Fall. Aber das trifft nicht die
Wirklichkeit des Geldes als reines Tauschmittel. Egal, ob man das Geld jetzt in Scheinen druckt oder was, es ist immer, sozusagen, es wird ausgegeben als ja, wiederum als Tauschmittel. Das heißt also, es entsteht immer in dem, derjenige, der das Geld zahlt, den gleichen Wert in Geld. Der kann so nominal sein wie irgendwas, wie viel er für das Geld bekommt, das ist eine ganz andere Frage. Ja, aber nominell hat er, wenn er 100 Euro gibt, hat er sozusagen das Anrecht darauf, 100 Euro zu bekommen. So geht das zum Beispiel ganz, ganz hier so einfach, so weit vereinfacht wie nur möglich. Die einzelnen Techniken sind natürlich komplizierter oder sind sehr kompliziert. Hier, also der Staat gibt eine Bank einen Kredit. Das heißt, er gibt Geld aus. Kredit heißt aber, also der Stand hier sozusagen bei dem obersten Pfeil, so hier wird vom Staat Geld an eine Bank gegeben, ganz allgemein. Er gibt, ja, der Staat hat 100 Miese und die Bank hat 100 Plus. Diese beiden als Forderung heben sich aber diese beiden ja auf. Die Bank ist ja verpflichtet, es zurückzuzahlen. Das heißt, durch eine Zurückzahlung, das ist sozusagen der Pfeil darunter, bitte verzeihen Sie diese Watschen, einfache Darstellung, die Zurückzahlung der Bank hebt den Kredit auf und wir sind bei Null. Genau genommen ist sozusagen der Stand, der Saldo Null, auch schon gegeben, bei, also ohne die Rückzahlung, weil ja der, also minus 100 plus 100 ergibt Saldo 0. So, durch die Rückzahlung hebt sich der Kredit auf. So, und damit wäre also die Geldschöpfung aufgehoben. Das Geld, das geschöpfte Geld, das der Staat ausgibt, wäre nichts, wäre vernichtet. Wir gehen zum nächsten Schritt. So. Jetzt hat das Geld, weil es reiner Wert ist, eine ganz absurde, aber für uns, für unsere Verhältnisse leider völlig normale Wirkung. Wir haben oben sozusagen nochmal das von der Seite vorher, von dem Bild vorher, 100 Euro an die Bank, 100 Euro zurück an den Staat. Bevor diese Forderung ausgeglichen wird, also bevor der Kredit sozusagen zurückgezahlt wird, ist genau durch die Vergabe des Kredits Geld geschöpft. Denn zum einen gehen diese 100 Euro zum Beispiel eben an die Bank und der Staat aber hat zwar Miese auf dem Konto stehen, aber die hat er ja natürlich als Forderung. Die hatte er, diese 100 Euro bestehen als Forderung an die Bank, als Anrecht auf ein Geld. Und als Anrecht kann man sich auf Geld, kann man sich darauf berufen, dass man ja mehr oder weniger sicher eben dieses Geld zur Verfügung hat. Und darauf kann ein anderer dann spekulieren, dass, ob das auch sich bewahrheiten wird oder nicht. Und das heißt, auf diese Forderung selber kann man dann wiederum anderes Geld setzen. Das heißt, hier mal ganz grob gesagt, durch den Kredit von 100 Euro entsteht die doppelte Menge an Geld. Natürlich ist da gar nichts entstanden. Es ist nichts, es ist einfach nur gebucht. Da ist nur irgendwas eben als Zahl behandelt worden. Aber jetzt der Staat, der, das ist natürlich dann unbedingt notwendig, das kann alles nicht darauf eingehen, der Staat hat ja die Macht, das Geld, das er ausgibt, als Tauschmittel durchzusetzen, zu garantieren, dass diese Zahlen, die er da ausgibt, tatsächlich das Recht haben, gegen etwas Reales, also Güter im weitesten Sinne, ob Dienste oder so, ist völlig egal, getauscht zu werden. So, bitte noch mal eins weiter. Ja, das war jetzt sozusagen ja nur die erste Schöpfung. Eine Bank lässt sich ja zum Beispiel, wenn wir jetzt von diesem Beispiel ausgehen, also sozusagen die erste Schöpfung lässt sich ja vom Staat nicht irgendwelches Geld per Kredit geben, das ist
wo die Bank irgendwelche Sicherheiten geben muss, ja, um das Geld dann zu verschleudern, sondern das ist ja ihr Geschäftsmittel. Das heißt, und das will der Staat natürlich auch ja, in Gang setzen, dass dieses Geschäftsmittel in die Geschäfte geht, dass es überhaupt ein Geschäftsleben gibt. Darauf ist der Staat angewiesen. Das heißt, die Bank kann diese 100 Euro jetzt in diesem einfachen Beispiel nochmal weitergeben. Dieser Kredit, und das ist sozusagen das untere Bild, verdoppelt nämlich nochmal dieses Anrecht, gell? Diese Verschuldung von dem Kreditempfänger gegenüber dem Gläubiger. Aber der hatte sozusagen ja diese 100 Euro, die er als Kredit vergeben hat, die Bank, in ihren Büchern stehen. Genauso wie der Staat in der spezifischen Weise halt, wie es dann da ist, es auch hat. Das heißt, jeder weitergegebene Kredit, und es ist immer weitergegebener Kredit, das Geld ist nicht ursprünglich etwas, worauf dann irgendwas geliehen wird, sondern es ist immer entsteht der blanke Kredit. Jeder weitergegebene Kredit erweitert diese Summe noch mehr. Das ist auch nötig, denn also wenn eine Gesellschaft von Geld leben will, jedenfalls, nur dann ist es nötig, dass es weitergeht. Denn diese Kredite müssen natürlich auch irgendwann mal auch bedient werden, also zurückgezahlt werden. Und jede Zurückzahlung jede Zurückzahlung hebt ja einen den Kredit auf, vernichtet den. Und damit nicht sozusagen das Ganze sich dann andauernd im laufenden Band selbst vernichtet, muss also die Fortführung der Kredite sozusagen immer weiter vorangegangen sein als die Bedienung der Kredite. Ganz ohne Bedienung der Kredite würde es natürlich nicht gehen, weil sonst sicher wäre, jeder Kredit platzt einfach und das würde das System sofort natürlich auch zum Erliegen bringen. So, jetzt noch als letztes bitte. Das letzte Bild, ja. Auch sehr, sehr simpel angedeutet. Ein Kreditnehmer lässt sich ja das Geld kreditieren, wenn er das nur sozusagen nur zurückzahlen muss, blank, wenn er damit nichts anfängt, hat er nichts davon. Dann hat er nur sozusagen die Arbeit davon und gar nichts. Das heißt, selbstverständlich, das ist uns auch bekannt, mit diesem Geld wird genau das gemacht, was eben dem Geld entspricht. Es wird aufgewendet, um wiederum an Geld zu kommen, und zwar an mehr Geld als eben das jetzt war, dieses kreditierte Geld, möglichst an mehr, das kann natürlich schief gehen, aber der Absicht nach muss das mehr sein. Also, wenn wir jetzt sozusagen die mittlere Sparte dafür, geht es erstmal für die erste Bank sehen, vergibt sie den Kredit weiter an einen Kreditnehmer, der verspricht, eben 10% dafür mehr zu zahlen, weil er selber damit rechnet, eben noch mehr zu gewinnen. Denn auch das, er müsste natürlich noch mehr gewinnen als das, was er dann an Zins zahlt. Es ist also nicht etwa so, dass das Zinsnehmen oder das, der Gewinnzwang dadurch in die Welt kommt, dass jemand Zins fordert, sondern im Gegenteil, der Zwang, Gewinne zu machen, macht es selbstverständlich, dass eine Summe Geld eben üblicherweise Gewinn einbringen kann. Und diese allgemeine Gewissheit, ja, kann natürlich dann eben der Kreditgeber dazu verwenden, ja, Zins zu fordern. So, und das ganze System, sozusagen, was hier sozusagen als Nukleus zwischen hier jetzt mal mit zwischen drei Agenten dargestellt ist, das ist natürlich jetzt vorausgesetzt. Eines, das eine gesamte Gesellschaft durchwirkt, das ist ja die
erste Bedingung von Geld. Das ist das Entstehen von Geld. Die ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit, also eine Gesellschaft, die auf Geld angewiesen ist, weil sie von Kauf und Verkauf lebt, weil sie davon lebt, an ihre Waren über Kauf und Verkauf zu kommen. Gut. 8:10 Uhr, tut mir leid. Ich sollte kürzer werden, aber ich habe schon gesehen, es kamen einige Fragen, ich habe es nicht mehr gelesen. Also ich würde erstmal danken für die Aufmerksamkeit und einen Schluck Wasser trinken. Und genau, ich glaube auch, Sie kommen jetzt erstmal wieder zu Atem. Sie haben jetzt hier eine gute Stunde referiert. Vielen Dank erstmal. Es ist sehr umfangreich. Also wer das Buch gelesen hat, der weiß, dass das hier natürlich nur ein klitzekleiner Ausschnitt sein kann. Und dass es natürlich schwer ist, dieses Gedankengebäude, das sehr umfangreich ist, jetzt in einer Stunde quasi hier darzulegen. Ja? Also es ist natürlich logisch, dass viele Fragen offen bleiben. Wir werden versuchen, einige hier zu klären. Was mich ein bisschen umtreibt, ist, also ich mag das jetzt auch gar nicht entscheiden, ist das so oder ist es nicht so und stimmt die Herleitung oder stimmt sie nicht oder ja, sondern gegeben diese These ist korrekt, ja, und vor allem die Herleitung, wie Geld quasi entstanden ist, ja, eben durch diese, wir sind zu viele und die lassen sich eben in ein feudales System nicht einbinden, ja, das ist, scheint ja doch der Fakt zu sein, ja, dann haben wir diese Situation ja in Potenz jetzt, heute hier. Ja? Also es möchte auch keiner mehr ein irgendwie so hierarchisches Modell, dass man sagt, okay, es hat jetzt irgendeiner durch seinen Stand oder durch Geburt oder wie auch immer das Recht, über andere zu bestimmen, wer denn jetzt wie viel von was bekommt, ja, und der das Recht hat, eben zu verteilen. Und wenn wir das nicht wollen und wenn wir aber auch sagen, wie Sie das postulieren, dass man Geld eben nicht zügeln kann, ja, dass Geld tatsächlich eben immer seine Kraft entwickeln wird und wir immer wieder in dieselben Dilemma reinlaufen, ja, was wäre denn dann die Lösung? Also gibt es da irgendwo Ansätze? Also verzeihen Sie, das ist natürlich auch eine zentrale Frage, die sich selbstverständlich mir auch aufdrängt. Die kann ich jetzt nicht knapp beantworten. Nur ein kleiner Gedanke. Dass wir heute weltweit vom Geld leben, war keine freie Entscheidung von all denen, die jetzt unter Geld leben. Genauso wenig wie wir auf die Welt kommen und dann gefragt werden, möchtest du gerne in einem Geldverhältnis, in einer Geldgesellschaft leben oder nicht, da werden wir nicht gefragt. Wir kommen da rein. Und das ist eben eine geschichtliche, ich finde auch eine entsetzliche Geschichte, ein geschichtlicher Vorgang, und zwar ein entsetzlicher. Diese europäischen Staaten, in denen diese Geldlogik aufkam, das Geld, die Abhängigkeit vom Geld und damit die Geldlogik, die Vermehrungslogik, die Logik überhaupt, dass die Welt in Wert, also dass irgendwelche Teile, eben Güter, in Wert gesetzt werden müssen, damit man dann das Hauptlebensmittel hat. Das ist eine Riesenbewegung, die sogenannte europäische Expansion. Die hat bisher auch, konnte man nicht erklären. Man weiß, die beginnt so um diese Zeit und hat bis heute nicht geändert. Sie hat den Kolonialismus da gezeitigt mit aller Brutalität. Das heißt, Kolonialismus hieß, dass diese vom Geld angetriebenen Staaten, natürlich mit einer Brutalität, die auch damit zusammenhängt, dass diese Gesellschaften ja nicht mehr auf der Abhängigkeit voneinander basieren, sondern nur noch von der gemeinsamen Abhängigkeit von diesem einen seltsamen Ding. Das heißt, Ergebnis
oder ja, diese Expansion war auch, dass alle Flecken der Erde, wo diese Staaten hingekommen sind, sie dafür gesorgt haben, dass die Art der Versorgung, dass die Art des Zusammenlebens, die da bestanden hatte, dass die unterdrückt wurde und dass jeder Fleck der Erde dazu gezwungen wurde, mit Geld umzugehen. Ob das dann an Ort und Stelle sonderlich gut läuft, ob da wirklich viel Mehrwert, also viel Geld erwirtschaftet wird, das war den Staaten natürlich dann egal. Und dass es nicht klappt weltweit, ist ganz klar. Aber ich würde sagen, diese Bemerkung kann nur eins eben, denke ich, in den Blick nehmen, dass es keine friedliche Entscheidung der Menschen war, wir leben lieber unter Geldverhältnissen als unter feudalen Verhältnissen. Ja. Ja, Herr Bockemann, wir haben schon eine ganze Reihe an Wortmeldungen und Fragen. Ich würde nochmal ermahnen oder darauf hinweisen wollen, dass es auch primär Fragen sind. Wir haben die Reihenfolge. Hans-Florian als erstes, ihr könnt eure Stummschaltung selber aufheben und dann. Ja, danke, Herr Bockelmann, für den Vortrag. Ich bin auch der Meinung, dass wir ohne das auskommen müssen, was Sie beschrieben haben. Ja. Also ganz deutlich, ich bin nicht der Meinung, dass das alles Geld ist, ne? Aber Sie nennen jetzt das Geld. Und was ich gehört habe, ist, dass Sie von der Monetarisierung in unserem Bewusstsein gesprochen haben, die uns Zwänge auferlegt und die auch zu solchen Folgen führt, Kolonialisierung, wie Sie gerade eben besprochen haben, dass wir unser Geldverständnis auf alles draufdrücken. Es gab ja zuerst eine horizontale Monetarisierung, wo also die Kaufleute mit den Münzen, die es schon seit 600 vor Christus gibt und die ich Geld nennen würde, durch die Welt gezogen sind und haben Waren herangeschafft. Das nennt man so horizontale Monetarisierung. Dann gab es die zweite Monetarisierung, wo das Geld durch die ganzen Schichten der Gesellschaft ankam, sogar bei den Unteren, die sich lange Zeit noch selbst versorgt haben, ohne Geld. Und dann kommt doch diese mentale Monetarisierung, weil das Geld eben, der Umgang mit Geld so erfolgreich war, zusammen mit der Arbeitsteilung, weil das Wohlstand gebracht hat, denken wir müssen jetzt alles in Geld denken und wir haben die Illusion, Selbstversorger in Geld zu sein, dabei sind wir fremdversorgte Fremdversorger. Kein Zahnarzt bohrt nur sich und kein Bäcker isst alle Brötchen. Aber das Geld verdeckt uns das. Und wir denken, ja, wenn wir nur Geld haben, dann können wir alles. Aber wenn wir dann in den Laden gehen und das Regal ist leer, dann merken wir wieder, nee, wir sind doch auf die anderen angewiesen. Und dieses Verhängnis müssen wir unbedingt aus unseren Hirnen rauskriegen. Trotzdem müssen wir dafür sorgen, dass der Umgang mit dem, was Sie jetzt nicht Geld nennen, was wir aber Geld nennen würden, dass der Umgang mit dem anders gemacht wird und diverser wird und dass wir von diesem Monotheismus der Währungen runterkommen. Danke. Ja, ja gut, also Sie greife natürlich jetzt wieder sozusagen zurück auf dieses Verständnis von Geld, das ich eben ausschließen würde, weil der Handel, der ging nie einher mit der Vorstellung von Wert. Und der Handel, der war ja sehr erfolgreich. Das war ja nicht ein Erfolg des Geldes. Der Handel war ging doch wunderbar. Und es kam aber nicht zu der Vorstellung von Wert dazu. Nein, es ist, das Geld ist ein ist Ergebnis ein soziales Gefüge, in dem die Menschen, selbst wenn das hierarchisch war, und Petra, muss man das nicht für gut finden, diese Hierarchie, wie auch immer, war die Versorgung da beruhend auf einem Gefüge zwischen den Personen. Und erst, dass das zerfällt, führt dann zu der Notwendigkeit, das sein Zeug zu kaufen. Das ist also kein Erfolgsmodell, es ist ein Notmodell. Eine Versorgung über Kauf und Verkauf, die sonst wirklich nur bei hergespielt hat, weil die eben
schlecht ist und weil die ihre Macken hat. Und in der Antike waren das übrigens gerade die Niedrigen, die viel eher zum Umgang mit Münzen gezwungen waren. Die waren gezwungen, die hatten nicht so sehr. Die waren dafür verachtet. Also das war überhaupt kein Erfolg mit dem Kauf und Verkauf, sondern es ist eine Notwendigkeit, die sekundär entsteht. Ja? So, wirklich aus Not. Ja? Ich würde an der Stelle mal kurz dazwischen gehen und schauen, dass wir weitere Fragen auch behandeln können, weil ich bin sicher, jede einzelne Frage lohnt eine ausführliche Auseinandersetzung, werden wir bei dem Rahmen natürlich heute nicht schaffen. Als nächstes Franz, bitte. Ja, hört man mich? Ja. Ja. Okay, ich habe drei Fragen gestellt, möchte aber nur die letzte jetzt noch bringen, damit auch andere Teilnehmer noch die Möglichkeit haben. Also die lautet, ich habe den Eindruck, dass Sie Geld seinen mystischen Automobile erklären. Ist mein Eindruck falsch? Ja, das ist, ich erkläre es nicht zu einem Automobile. Es ist ein Zwangsverhältnis, das die Menschen zwingt. Wenn sie von Geld leben wollen, dann müssen sie diesen Zwängen des Geldes folgen. Die sind tatsächlich mit der Einrichtung Geld gegeben, diese Zwänge. Wenn die Menschen sagen, diese Einrichtung über Bord werfen, dann folgen sie diesen Zwängen nicht mehr und dann bestehen die nicht. Das Geld macht nichts von alleine. Ja? Es stellt, aber es hat insofern, haben Sie natürlich recht, es hat was quasi automobile Haftes, als es eben für sich selber diese Zwänge eben vorgibt. Kein Geld vermehrt sich von alleine. Da muss schon jemand erstmal unter dem Zwang zu Geld zu kommen. Und zum Geld gehört es auch, dass dieser Zwang keine quantitative Grenze hat. Also dass der so unendlich wird, das gehört auch zum Geld. Nur dieser völlig aus nichts bestehende Wert kann immer unendlich mehr sein. Also da ist es sozusagen sinnvoll, immer noch mehr zu wollen. Das hat vorher überhaupt keinen Sinn bei realem Reichtum. Nur eben dieser Zwang, den das Geld setzt, zu mehr Geld zu kommen. Genau, das macht das Geld nicht von selber. Es vermehrt sich nie von selber. Es muss immer, es zwingt Menschen als Geldsubjekte zu agieren. Das heißt, irgendwelche Teile der Welt, also Güter, erstmal zu Waren zu machen und die zu verscherben. Und dieser Zugriff, gezwungen vom Geld, dieser Zugriff auf die Welt, den sehen wir ja alle, wie unglaublich verderblich der ist. Und zu diesem Zugriff zwingt das Geld. Aber es macht es natürlich nicht selber. Das ist nicht, insofern ist es kein Automobile, sondern ist in dieser komischen Doppeltheit, dass es selber in nichts besteht, Tauschmittel ist, aber als Tauschmittel ja gezwungen ist, in etwas getauscht zu werden. Und jedes Etwas ist irgendwie Teil dieser Welt. Und wenn es eben der Mensch ist, der da seine Arbeit für Geld verrichtet, in diesem komischen, in dieser Doppelung ja, steckt dieser ja, unheilvolle Zwang. Ja? Also, aber das Geld alleine macht natürlich gar nichts alleine. Ja. Okay, also danke, das behaupte ich nicht. Ja? Danke, danke. Okay, ganz kurzer Hinweis, wir werden jetzt nicht krampfhaft um 8:30 die Veranstaltung beenden, sondern ich würde auf jeden Fall vorschlagen, dass wir circa mal noch 15 Minuten verlängern und würde dann als nächstes Dag Schulze das Wort erteilen wollen. Ja, danke schön. Ja, Herr Bockemann, vielen Dank und auch danke an die Monitative, dieses Thema hier aufzugreifen. Also es freut mich immer wieder, die Offenheit in der Monitative. Also ja. Vielen Dank dafür. Ja, also meine Frage ist, was oder ob Sie das so sagen können, was Ihre Hauptkritik ist. Also ich höre sozusagen einerseits diesen Wachstumszwang, den Sie kritisieren, den würde ich nicht unbedingt am Geld allgemein, sondern an diesem Kreditschöpfungsprinzip festmachen. Ich höre aber auch die Eindimensionalität, die ich auch kritisiere, ja, sozusagen, dass alles mit einem vergleichbar gemacht wird, hat eine Stärke, aber auch eine Riesenschwäche, gerade im ökologischen Bereich. Ich höre aber auch sozusagen eine grundsätzliche Kritik an der direkten Gegenseitigkeit, also dass wir sowas wie Tauschen oder Kaufen nur noch denken können. Das hat mich übrigens inspiriert, da will ich mich auch bei Ihnen bedanken, Herr Bockelmann,
hier wirklich die Wirtschaft als lokale Initiative im Taunus zu gründen. Und wir wollen halt ja, generalisierte Gegenseitigkeit leben. Also nicht dieses einfache, sozusagen dieses Tauschverhältnis oder Kaufverhältnis, sondern eben, wie wir es auch in Wohngemeinschaften oder in der Kernfamilie machen, in einen Topf reinarbeiten und dann da draus teilen, sozusagen. Ja. Und insofern würde mich interessieren, wenn ich diese drei Punkte nenne, haben Sie da einen Hauptpunkt oder sind es die drei? Oder wenn Sie es nochmal kurz zusammenfassen wollen, weil Sie wissen, heute braucht man kurze Botschaften. Wo sehen Sie da das Hauptproblem? Danke. Ja, danke auch nochmal für die Frage. Das, Sie haben natürlich recht. Bitte bedenken Sie, mein Vortrag hat sich sehr konzentriert und da würde ich natürlich tatsächlich als das, was von dem, wovon ich gesprochen habe, würde ich das als das Wichtigste nehmen, diesen Vermehrungszwang. Aber natürlich auch eben das, was ich jetzt dem vorherigen Frager geantwortet habe. Der Vermehrungszwang, der er sich verbindet mit dem Zwang, den er die Menschen unterwirft, die von Geld leben müssen, das entscheiden sie ja nicht, das finden sie vor als Einrichtung, und zwar von starken Staaten, stark geschützte Einrichtung. Dieser Vermehrungszwang des Geldes ist ein Zwang, der auf den Menschen lastet, auf die Welt zuzugreifen und eben immer mehr zuzugreifen. Und auch noch unter dem, etwas, wovon ich jetzt nicht gesprochen habe, zum Beispiel, das Geld zwingt die Menschen auf die Welt zuzugreifen, also die Welt in Waren zu verwandeln, in einer Weise, dass sie möglichst wenig Geld aufwenden, um möglichst viel Geld dafür zu bekommen. Das heißt also zum Beispiel, jetzt ganz knapp, ganz plakativ, alle Umweltrücksichten kosten immer Geld. Das heißt, mit dem Geld ist eine Logik in der Welt, die einen brutalen Umgang mit der Welt für vernünftig nicht nur erscheinen lässt, sondern er macht ihn tatsächlich vernünftig. Das ist vernünftig. Das ist alternativlos. Wenn es jetzt irgendwie nach Corona wieder weitergeht, und es ist vollkommen klar, dann müssen wir wieder zu alten Wachstumszahlen zurückkommen. Und die, da werden wir einen großen Teil der Wachstumszahlen auch wieder an den Börsen haben. Aber trotzdem, dieses Wachstum geht nicht ohne den Zugriff auf die Welt und auf einen brutalen Zugriff auf die Welt. Auf einen zerstörerischen Zugriff auf die Welt. Das ist mein Hauptpunkt. Es gibt noch genug anderes, was das mit uns psychologisch macht, wie es uns Menschen voneinander entfremdet, wie es uns auseinanderrückt. Sozusagen alles Vertraute ist nicht mehr Gegenstand unserer Gesellschaft, also unserer Vergesellschaftung, sondern die Vergesellschaftung geht übers Geld. Alles Vertraute müssen wir dann zusätzlich finden. Und dann muss jeder Liebespartner muss sozusagen einem die ganze Welt ersetzen, weil der sozusagen die ganze Unmenschlichkeit muss der plötzlich als Mensch tragen. Und das ist eine Überforderung und das zerrüttet auch die Liebe und so weiter. Also bitte verzeihen Sie, es gibt ganz vieles, was da noch folgt. Aber ja, also wenn es einen zentralen Punkt, gut, verzeihen Sie, es bewegt mich. Wenn es einen zentralen Punkt gibt, dann ist es das, wie das Geld uns Menschen zwingt, mit der Welt umzugehen und diese Welt zu zerrütten. Ja. Danke. Und als nächstes eine Wortmeldung von Klaus. Ja, ich habe Ihr Buch ja mit großem Interesse auch gelesen und vor allem dieses, was Sie auch schon erwähnt haben, das mit dem zirkulären Geld. Es verschwindet wieder und wird wieder neu gemacht über Kredite. Ja, und der Vollgeldvorschlag ist ja so, dass das Geld eben nicht verschwinden wird wieder, sondern Vollgeld besteht ja weiterhin, ohne dass, wenn es nicht über Kredit geschöpft wird, also wenn es schuldfrei geschöpftes Geld ist. Und da hätte ich dann schon die Hoffnung, dass man eben dann zumindest in Teilen von dieser ewigen Geldvermehrung, der zwanghaften Geldvermehrung wegkommt. Ja, man kann dann auch Geld einfach zuteilen, ohne Gewinnaussichten und dann auch manche Bereiche in der Gesellschaft definieren, dass sie eben nicht diesem Geldvermehrungszwang
ausgesetzt sind. Sehen Sie das nicht so, dass es eine Besserung sein sollte, wenn man Geld schuldfrei schöpft? Wenn Sie Geld als reines Tauschmittel schöpfen, dann hat es diese Zwänge wie auch immer. Dann muss es sich vermehren, weil man eben Geld einsetzt und mit dem Einsetzen von Geld zu mehr Geld kommen muss, weil damit man auch von dem leben kann. Ich würde wirklich, wenn dann Ihr Interesse am Vollgeld so umdeuten vielleicht oder deuten, wenn das Geld tatsächlich etwas ist, was sozusagen jetzt irgendwie material, als Materie, irgendwie greifbar, eben nicht als dieses reine Tauschmittel, als das bloß, also bloß irgendwie notierte Wert in die Welt kommt, dann ist es, dann verträgt es sich auch nicht mehr damit, dass eine ganze Gesellschaft davon leben kann. Das heißt, eine Zuwendung zu einem Tauschmittel, das irgendwie begrenzt ist, sich nicht auf sich beziehen kann und nur das Geld eben als dieser reine Wert kann sich auf sich selber beziehen, so, das habe ich jetzt nicht wirklich ausgeführt, wenn irgendwie das Geld begrenzt wäre, dieses Tauschmittel, dann würde es zurückfallen oder hinüberfallen oder hinauffallen in einen anderen Zustand. Dann wäre es nicht mehr Geld in dem Sinne eben dieses einen reinen universalen Tauschmittels. Dem können wir diese Zwänge nicht austreiben. Aber ein begrenzt ausgegebenes Tauschmittel, und da müsste man halt dann eben die Art der Begrenzung sich überlegen, das würde dann, Achtung, das würde dann nicht mehr die gesamte Versorgung leisten. Das heißt, die Menschen müssten dann auf jeden Fall eine neue Form, einander verpflichtet zu sein, ohne über Geld gezwungen zu sein, also eine neue Art der persönlichen Verpflichtung. Die kann ja sehr weit gespannt sein, wie man aus der Geschichte sehen kann. Diese Verpflichtungen können sehr, sehr weit gespannt sein. Das heißt, wenn ein Tauschmittel so, sozusagen, wie es im Namen Vollgeld ja gedacht ist eigentlich, wenn es irgendwie begrenzt ist, dann fällt es tatsächlich aus unserem Begriff von Geld raus, was ja erfreulich wäre. Gell? Aber das erfordert zugleich, dann würde die Gesellschaft nicht mehr über Kauf und Verkauf leben, sondern dann müsste es eine Art der Versorgung geben, die nicht in der Hauptsache eben über die Warenform läuft. Das müssten wir dann schaffen. Und da würde ich sagen, also ein solcher Wechsel in ein begrenztes Tauschmittel, das kann tausender Form haben, wäre gleichbedeutend mit einer Abwendung von Geld als diesem reinen Tauschmittel, das reinen Wert darstellt. Ja? Wenn wir das machen würden, dann würden Sie auch sehen, wir würden unsere Vorstellung von, dass alles seinen Wert hat, den einen Wert in allen Dingen, der würde sich verflüchtigen, diese Vorstellung. Aber Voraussetzung ist, Achtung, die Menschen müssten eben, was Doug schon erwähnt hatte, was ja in Anfängen da ist, ja, die Menschen müssten dann eben Vernetzungen, wo sie einander verpflichtet sind, und zwar eben nicht verpflichtet, ich muss zu einer Menge von diesem komischen Unding kommen, sondern ich bin diesen Menschen hier persönlich verpflichtet. Und wenn ich sie da vielleicht nicht kenne, ich weiß, wenn ich nicht mit denen mitarbeite, dann verrecke ich selber. Also ich muss mit denen zusammenarbeiten. Solche Verpflichtungen, verstehen Sie mich recht, also der Rückfall aus diesem oder Hinauffall aus diesem Geld als reinem Wert setzt das voraus, woraus es mal entstanden ist. Da waren mal diese Verpflichtungsverhältnisse zwischen den Menschen zerfallen im Mittelalter, im europäischen Mittelalter, ne?
Und solche müssten sich dann neu ergeben. Und die würden sich auch, bin ich sicher, neu ergeben. Denn sonst würden die Menschen einfach verrecken, wenn sie dann nicht einander sich anders verpflichtet wissen. Verzeihung, ich habe schon wieder zu lange geantwortet, tut mir leid. Aber das sind bewegende Fragen. Also, ja. Und es ist ja ist auch jetzt, glaube ich, eine zentrale nochmal gewesen, eine sehr zentrale. Ja. Ich danke. Gerne an Ihre Ausführung kurz eine eigene Frage anschließen. Ja. Sollen Sie meinen, raus aus dem Geld und die Beziehungen anders zu regeln? Damit ist ja noch nicht zwangsläufig gewährleistet, dass die Beziehungen besser, freier, gleicher, zufriedenstellender geregelt werden. Ich meine, auch Machtverhältnisse können auch ohne Geld ausgedrückt werden und können auch Beziehungen dominieren. Deswegen wäre meine Frage, ist aus Ihrer Sicht die Abschaffung des Geldes eine notwendige oder eine hinreichende Bedingung für ein besseres Miteinander? Sehr gute Frage. Und ich leider eben würde auch sagen, nur eine hinreichende Bedingung. Ja? Das ist sagen, dass es ohne Geld zugeht. Das wäre Conditio sine qua non. Also wenn es mit dem Geld weitergeht, dann geht es so verderblich weiter wie jetzt. Wenn man es abschafft, heißt es nicht so. Jetzt besteht, ich glaube, so verstehe ich Sie richtig, meine ich nicht, dass da mit Notwendigkeit dann das Paradies ausbricht. Wichtig wäre nur wirklich, dass man sich dann, wenn das auch falls es eben jetzt, wer weiß, im Laufe dieser jetzt bevorstehenden Krise zusammenbricht, dass man dann eben nicht wieder ähnliche Formen von Wert, von abstraktem Wert einführt, sondern tatsächlich sich auf den Weg macht, miteinander verpflichtet zu sein. Andererseits, eins macht einen dann doch, würde mich da schon hoffnungsfroh stimmen, dass es also in eine gute Richtung geht. Nämlich das, der Umstand, die Menschen sind dann gezwungen, eben jeder auf den anderen irgendwie einzugehen und er hat nicht mehr das vom Staat gesicherte Zwangsmittel, ich komme hier mit diesem mit dem 100er-Schein und deswegen musst du mir das geben, mit diesem Zwangsmittel kann er nicht mehr arbeiten. Er ist auf das Wohlwollen der anderen angewiesen. Gell? Und dieses Wohlwollen in 100.000 Formen, das wäre doch eine, ja, das, zumindest eine Kraft, die einen hoffen lässt. Dieses Wohlwollen, auf das jeder dann angewiesen ist von den anderen. Er muss das Wohlwollen der anderen haben, weil er kein Zwangsmittel mehr in Form von Geld hat. Ja? Und dieses Angewiesen auf das Wohlwollen würde, Achtung, natürlich nicht ausschließen, dass da Gewaltkomplexe entstehen, das würde es nicht ausschließen. Aber sozusagen, das ist sozusagen der Nukleus, der mich hoffnungsvoll stimmen würde, dass es in eine gute Richtung geht. Mehr nicht. Also Sie haben vollkommen recht, das ohne Geld wäre nur hinreichende Bedingungen. Conditio sine qua non, aber nicht die Versicherung. So, dann geht alles, wie man es nur irgendwie sich wünschen kann. Aber wenn es so gehen soll, wie man es sich wünschen kann, dann nur ohne Geld. Vielen Dank für die Ausführung. Wir haben jetzt aktuell noch eine letzte Frage von Frank. Bitte. Also ich kann Ihre Herleitung gut nachvollziehen. Ich habe diese Herleitung entdeckt natürlich nochmal in dem Export des Magdeburger Rechts, der Magdeburger Stadt sozusagen mit allen seinen Facetten und Institutionen, unter anderem eben doch das bis dahin bestehende Tauschwesen. Und das wurde natürlich kopiert zu zigfacher Anzahl nach Osteuropa, bis nach Kiew, bis auf die Krim etc. Ja, und damit wurden diese Systeme aufgelegt auf feudale oder anonyme Austauschverhältnisse. Das wurde in der Ausstellung in Magdeburg Faszination Stadt sehr deutlich dargestellt. Ja, also das ist belegbar. So. Zum einen. Zum anderen sind natürlich, ich sage mal auch heute aus meiner Sicht, verschiedene Austauschverhältnisse erhalten geblieben. Wir haben natürlich in der Familienarbeit relativ stark geprägte Schenkungen bis hin zur Schenkung von sogenannten Staatsgeld. Ja, wir haben in der Nachbarschaft Verhältnisse des Tausches, wo der subjektive Wert absolut entscheidend ist, ob meine Anwaltsstunde sozusagen jetzt gegenüber dem Bier, was mir der Nachbar anbietet oder der Gurke oder den Eiern, ja, das bestimmt ja jeder von uns selbst, aber hier haben wir noch nicht dieses hochanonyme, arbeitsteilige Modell. Erst wenn wir in dieses große anonyme Modell gehen, haben wir auf einmal dieses
Geldwesen. Aber auch das ist mein Eindruck, dass wir das in den letzten 20 Jahren durch aktive Handlung gut gesplittet haben. Und ich freue mich darüber, dass wir heute darüber diskutieren können. Denn wir haben ja heute beispielsweise Gelder im Umlauf, die entstehen durch die Einsparung von CO2-Kontingenten. Wir haben leistungsgedeckte Regionalgelder, wir haben euro-hinterlegte Regionalgelder, wir haben verschiedene Facetten, DAG experimentiert mit Modellen. Also ist die Diversität in den Austauschverhältnissen, ja, gegebenenfalls auch in monetarisierten Austauschverhältnissen, ist die Diversität die Umkehrung, um den Heilungsprozess wieder auszulösen. Stimmen Sie also so einer Diversität in den Austauschverhältnissen dazu oder würden Sie da eher, ich sag mal, das eine monotone System Geld durch ein anderes Kleingeld ersetzen wollen? Nein, ich würde nicht ersetzen wollen. Sie haben völlig recht, es gibt auch unter der, weiß Gott, harten Herrschaft des Geldes genug unzählige Gelegenheiten, wo wir miteinander umgehen, einer für den anderen was macht, auch austauscht, ohne Geld. Wenn wir unseren Garten haben und uns da unsere Tomaten ziehen, dann fließt da kein Geld. Das gibt es immer noch. Die Definition, also das, was offensichtlich das Geld ausmacht, ist das, ob es das bestimmende Mittel ist, mit dem eine ganze Gesellschaft zu ihren Lebensmitteln kommt. Bestimmend heißt, und das ist offensichtlich gegeben, wir würden nicht überleben, wenn wir nicht zu Geld kämen. Okay? Es gibt genug, wo wir in unserem Leben, wo wir kein Geld brauchen, aber wir sind zum Überleben auf jeden Fall jetzt in unseren Verhältnissen darauf angewiesen, zu Geld zu kommen. Auch das, Achtung, ich kenne Leute, die auch das schon durchbrechen und die auf eine Weise leben ohne Geld. Aber und eben solche Regionalgelder sind etwas anderes als dieses allgemeine Geld. Die sind ja begrenzt. Was ich nur nicht glaube, dass das eine schöne Entwicklung ergibt, wie man sich wünschen würde. Hier entsteht was, hier wird der Tauschkreis größer, hier wird er größer, hier kommt das auf und das und irgendwann mal verdrängt dann das Geld oder ist es eben so verbreitet, dass das Geld dahinter zurücktritt. Das wäre natürlich schön, aber man sieht, ich hänge da auch in solchen Kreisen, weiß Gott, mit drin, diese Tauschkreise haben auch ihre bestimmte Größe, wo sie dann nicht mehr größer werden und so weiter. Das Entscheidende aber ist, wir haben ja leider eine ganz reale Macht über uns, das sind die Staaten mit ihrem Gewaltmonopol, mit dem und diese Staaten haben ein Interesse an Geldgeschäften. Die müssen das nicht selber machen, diese Geldgeschäfte, aber jeder Staat hat das Interesse, also jeder Staat einer Geldgesellschaft hat das Interesse, dass in dieser Gesellschaft Geldgeschäfte laufen und Gewinne abwerfen. Das sehen wir ja heute. Wenn die Gewinne ausbleiben wegen der Corona-Maßnahmen, dann treten die Staaten ein und gleichen diese Gewinne aus, die ersetzen die. Das heißt, für den Fall, dass diese schönen Anfänge, wo es anders zugeht als mit Geld, die uns das Herz erwärmen, wenn die eine Ausbreitung annehmen würden, wir müssen das sehen, die nehmen den Gelegenheiten, Geldgewinne zu machen, immer im gewissen Terrain weg. Freut uns, aber ist zugleich dasjenige, was natürlich bedeutet, Achtung, wenn das einen Grad annimmt, dass die Geldgewinne gefährdet sind, im größeren Stil, dann werden die Staaten eingreifen. Das haben wir hier noch nicht. Das haben wir in den Industriestaaten noch nicht. In den ärmeren Staaten ist das so. Da wird die Subsistenzwirtschaft verboten. Da muss ein Bauer
irgendwas anbauen, was er erstmal verkauft. Und dann darf er erst von dem Gelderlös leben. Also das rückt uns noch nicht jetzt so nah an den Leib. Ja, das erleben wir noch nicht, weil es noch nicht so weit ist. Aber wenn sowas zu erfolgreich wäre, hieße das ja das, was wir wünschen, nämlich dass das Geld, dass dem Geld was weggenommen wird oder dass es gar in seinem Erfolg, in seinem Zwangserfolg beschränkt wird, maßgeblich. Und dann werden diese Kräfte einschreiten. Ja, dann werden die Staaten einschreiten. Es sei denn, ich weiß nicht, wie man die Parlamente unterminiert, aber dass dann plötzlich wirklich, da müsste ja der Staat selber eine andere Logik haben. Ja, das wäre schön. Ja. Ich würde sagen, wir sind soweit am Ende. Wir haben jetzt auch noch keine expliziten offenen Fragen. Ich möchte mich erstmal für den sehr anregenden und auch hingebungsvollen Vortrag bedanken. Es war sehr aufschlussreich und würde auch Ihnen selbstverständlich gerne das Schlusswort überlassen. Ja, und das kann nur heißen, dass ich mich sehr bedanke, auch für die präzisen, klugen Fragen und Fragen, die wirklich an entscheidenden Punkten auch nochmal weiterführen und mir Gelegenheit gegeben haben, da anzudeuten, in welcher Richtung das geht. Also mir war es jetzt eine große Freude. Ich bedanke mich sehr und wünsche uns allen, dass diese Übermacht auf irgendeine Weise gebrochen wird. Ja. Also, guten Abend und vielen Dank nochmal. Ja.